Sie haben erlebt, geatmet, so wie wir. Fleisch ist ein Stück, der Mord ist es dir. Wir wollen nicht mehr, dass Menschen, ach, dass Tiere im Akkord geschlachtet werden. Wir wollen nicht mehr, dass Menschen im Mittelmeer ersaufen oder im Moria verrecken. Fleisch gehört! Okay, als das also losging mit diesen Corona-Ausbrüchen in den Schlachthäusern, da waren die schrecklichen Verhältnisse in diesen Betrieben auf einmal in aller Munde. In den Medien wurde darüber berichtet, in politischen Debatten und in privaten Gesprächen, überall redeten die Leute darüber, wie schrecklich doch die Schlachtindustrie ist, auch diejenigen, die es sonst überhaupt nie interessierte. Es wurde immer ein besserer Arbeitsschutz und gerechter Lohn gefordert. Ja, natürlich ist es richtig, dass alle ArbeiterInnen so gut wie möglich an ihrem Arbeitsplatz vor Infektionen und vor Unfällen geschützt werden und dass sie gerechte Löhne bekommen. Aber das ändert nichts daran. Auch mit bestem Arbeitsschutz und Spitzenlöhnen bleibt die Fleischindustrie ein Wirtschaftszweig, der auf Ausbeutung, Ermordung fühlender Lebewesen und der Zerstörung der Natur beruht. Nach der Schließung der Tönnies-Schlachterei hieß es, es käme zu einem Rückstau von 20.000 Schweinen pro Tag, die nicht geschlachtet werden könnten. Dies könne zu Tierschutzproblemen führen. Das ganze Grauen dieses Systems springt uns hier ins Auge. 20.000 Schweine, die an jedem Tag an einem Ort getötet werden. Das Nicht-Töten wird als Tierschutzproblem bezeichnet. Was für eine absurde Interpretation von Tierschutz, bei dem gefordert wird, dass die zu schützenden Wesen getötet werden. Was für ein schreckliches System, bei dem das Geborenwerden, Heranwachsen und Töten von Lebewesen wie am Fließband organisiert ist und für das Leben kein Platz ist. Wie bei Gegenständen wird von Ferkelproduktion gesprochen, nicht von Geburten. Wir sagen, Schweine, Rinder, Hühner und alle anderen nichtmenschlichen Tiere haben ein Recht auf Leben. Der Verkauf von Billigfleisch wird kritisiert. Wir sagen, den Schweinen und den anderen Tieren ist es komplett egal, wie teuer. Denen ist es komplett egal, wie teuer ihre toten Körper verkauft werden. Sie wollen leben, mit ihren Familien zusammen sein, glücklich sein, genau wie wir. Es wird gesagt, Fleisch darf kein Luxusprodukt sein. Wie sieht es denn aktuell aus? Gesundheitsschädliche Lebensmittel wie Fleisch, Milchprodukte und Süßigkeiten sind billig. Gesunde, ökologisch angebaute Gemüse und Obst und Vollkornprodukte dagegen sind teuer. Ernährungsbedingte Erkrankungen sind in einkommensschwachen Bevölkerungsschichten besonders verbreitet. Wir fordern, gesunde Lebensmittel dürfen kein Luxus sein. Darum muss die Fleischindustrie abgeschafft und der Anbau gesunder pflanzlicher Nahrung gefördert werden. Es heißt, SchweinemästerInnen verlieren ihre Existenzgrundlage. Ja, genauso ging es den Bergarbeitern und Stahlarbeitern im Ruhrgebiet. Wir müssen endlich einsehen, die Tierindustrie ist eine überholte Wirtschaftsform. Notwendig sind Strukturwandelprogramme, Umschulung und staatliche Hilfen, um Höfe von Tierzucht auf Gemüse- und Getreideanbau umzustellen.
Die Herstellung von Lebensmitteln darf nicht weiter auf Ausbeutung, Gewalt und Zerstörung beruhen. Wir brauchen eine fortschrittliche Landwirtschaft, die der Befriedigung der Bedürfnisse aller dient und nicht der Profitmaximierung weniger. Danke.